Hey Leute und willkommen zu einem neuen Flugreport. Wir sind in Zürich und heute fliegen wir mit Etihad Airways in der Business Class und dem Dreamliner nach Abu Dhabi. Ja, wir sind schon öfter mit Etihad geflogen, auch schon in der Business Class, aber es ist schon ein Stück her. Es ist einiges anders, habe ich gehört. Wollen wir mal schauen, ob sie einen sparen oder ob sie nicht gespart haben, so wie man so liest. Wir werden es abchecken gleich. Unsere Reise hat in Stockholm begonnen. Warum? Weil aus Stockholm die Preise aktuell so günstig sind. Ja, man zahlt viel weniger, wenn man an einem bestimmten Flughafen abfliegt und nicht unbedingt seinen Wunschflughafen nimmt, wie Deutschland. Frankfurt kostet mit Sicherheit 2000 Euro mehr, als das, was wir jetzt bezahlt haben. Immer cool, mit dem Zug hier zu den E-Gates zu kommen. Etihad Airways nutzt hier in Zürich die Aspire Lounge. Die gibt es direkt an den E-Gates, also im internationalen Bereich. Und zufälligerweise unter uns steht bereits die Maschine. Ich gucke mal, ob ich hier rausgehen kann. Ja, und das ist das Tolle hier in Zürich. An den E-Gates, das ist ja das Terminal, was draußen ist. Man kann auf die Terrasse gehen und über das Rollfeld schauen und direkt unter uns sind dann die Flugzeuge. In diesem Fall glücklicherweise auch gleich das Richtige. Das ist Etihads Business Class hier im Dreamliner 787 in einer 121 Anordnung. Aber hier ist sie ein bisschen speziell, könnt ihr es sehen. Manche sitzen nämlich entgegen der Flugrichtung. Wir fliegen in diese Richtung, ganz klar. Und diese Sitze hier zum Beispiel, die zeigen nach hinten. Ich sitze mit der Flugrichtung Dominik entgegen. Es ist auf jeden Fall ein sehr entspanntes Boarding hier mit Etihad in Zürich. Es ist auch irgendwie gar nicht voll. Ich weiß aber, dass die Kabine relativ gut gebucht ist. Vielleicht kommen die anderen Passagiere etwas später heute. Champagner habe ich schon bekommen. Piper Heidsieck gibt es hier bei Etihad Airways in der Business Class. Ungefähr 6 Stunden ist die Flugzeit nach Abu Dhabi. Dann haben wir ein bisschen Aufenthalt und dann geht es weiter für uns im A380 nach Sydney. Freue mich auch drauf. Ja, jetzt erstmal hier der Champagner Cheers auf einen guten Flug. An meinem Sitz habe ich bereits schon einige Dinge. Die Menükarte, eine Tüte mit der Decke, hochwertige Etihad Airways Decke mit einer speziellen Naht drauf und das Kissen ist ähnlich wie auch wie bei Qatar Airways. Die haben einen bestimmten Style. Finde ich toll. Wäre was für mich zu Hause, aber nein, darf man natürlich nicht mitnehmen. Eine Flasche Wasser ist ebenfalls an meinem Platz und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen beim Reinkommen, das Amenity Kit, das ist ein neues. Es gab früher in meinen alten Videos, habt ihr noch die bunten, kleinen, flachen Amenity Kits gesehen. Jetzt gibt es das in schwarz, aber ich meine, es gibt es auch in einer anderen Farbe. Hier in der Ablage. Es sind die Kopfhörer von Etihad. Ja, und das war es erstmal. Hier links ist wie gesagt ein Compartment, also ein Fach, wo ich einiges drin verstauen kann. Hier kann ich etwas drauflegen. Unter der Fußablage habe ich Platz für meine Schuhe. Und hier ist dann auch der Tisch. Und er passt genau hier in diese Nische rein, an meinem Sitz hier. Und er
ist so stabil. Ich kann ihn halt nach hinten nach vorne schieben und kann dann einfach meinen Platz verlassen oder ich ziehe ihn zu mir ran. Ich mag ja hier die Business Class von Etihad Airways im Dreamliner, aber die gleiche Business Class ist auch in der A380 verbaut. Aber aufgepasst, in der 777 ist nämlich eine ganz andere verbaut. Die gefällt mir wiederum nicht. Am besten schaut ihr mal unser Video. Wir haben nicht die 777, aber wir haben die A330 mal gereviewt und das ist eine ähnliche Business Class. Also wäre ich vorsichtig, achtet auf jeden Fall bei eurer nächsten Buchung mit Etihad Airways darauf, dass ihr einen Dreamliner habt oder einen A380. Jetzt habe ich gedacht, hier ist schon die Massagefunktion angestellt an meinem Sitz, aber ist sie gar nicht. Das ist ja das Besondere an Etihad Airways Sitzen. Die vibrieren so ein bisschen, aber das soll einfach nur so ein bisschen die Sitzposition ändern, damit man sich hier wohl nicht wund sitzt, aber in der kurzen Zeit bitte. Hier links von mir ist die Bedienung für den Sitz. Also ich kann den Sitz in alle möglichen Positionen einstellen. Es ist natürlich ein flaches Bett, das können wir gleich mal sagen, und es ist auch ein langes Bett. Die genauen Maße blende ich euch jetzt ein. Ich habe auch eine Massagefunktion, eine Extra-Massagefunktion. Hier ist die Funktion für die vielen Lampen. Es gibt nämlich einige. Die Leselampe hinter euch ist noch eine Lampe und oben ist eine Lampe. Ich kann Do Not Disturb anmachen, damit mich hier keiner stört, wenn ich das möchte. Und ich kann auch den Härtegrad des Sitzes einstellen. Der ist auf 3, also Mittel. Mittel ist immer gut. Die Schnellfunktion, also die Schnelleinstellung des Sitzes, finde ich hier auf der linken Seite. Da kann ich auch die Leselampe ein- und ausmachen und wie gesagt das Bett machen oder beziehungsweise von Bett in die Aufrechte verstecken, ganz schnell. Quasi gestartet, sind ungefähr schon 15 Minuten in der Luft und ich nutze einfach mal die Zeit, weil es dauert noch ein bisschen, bis der Service beginnt, mich für die vielen Kommentare unter den Videos zu bedanken. Es gibt einige unter euch, die kommentieren regelmäßig, finde ich top. Vielen Dank dafür und ich bedanke mich für jeden einzelnen Kommentar. Wenn es Fragen sind, wenn es einfach ein Lob ist oder auch mal eine Kritik, finde ich vollkommen in Ordnung. Sagt, was ihr denkt. Ach, ich finde ja diesen Tisch hier cool. Der ist so stabil und groß, genau abgestimmt auf meinen Sitz hier. Aber ich wollte euch ja das Amenity-Kit zeigen. Das ist das Amenity-Kit. Das hat Dominik vorhin schon geöffnet und er hat natürlich schon was rausgenommen, nämlich die Socken. Die
haben unten so Knopfen dran, damit man nicht ausrutscht, was natürlich nicht viel Sinn macht hier in einem Flugzeug, weil es gibt ja hier nichts, wo man ausrutschen könnte. Es ist ja alles mit Teppich ausgelegt. Aber was gibt es denn noch so alles? Die Schlafmaske, Zahnbürste und die Zahncreme und nochmal eine Handcreme und eine Probe. Das war's. Aber die Tasche an sich ist ganz cool, finde ich. Ja, aber das war schon. Ist nicht wirklich viel drin in dem Emergency Kit. Früher war noch ein wenig mehr drin. Oh, die Socken fehlen jetzt noch, aber ich meine, dass früher auch noch ein Kamm drin war. Und ein Deo, solche Dinge fehlen jetzt leider. Etihad hat von dem Dreamliner, also der 787-9, zwei Varianten. Eine Variante ist mit der First Class ausgestattet. Da sind wir schon geflogen von Abu Dhabi nach Tokio. Saßen wir in der First Class. Das Video könnt ihr euch auf dem, wenn ihr auf das i drückt, nochmal anschauen. Und die zweite Variante ist ohne First Class, wie das hier. Da gibt es also 28 Business Class Sitze und 271 Economy Sitze. Es gibt keine Premium Economy, also quasi nur zwei Klassen in diesem Flugzeug. Und jeder einzelne Sitz ist ein flaches Bett und nennt sich Business Class Studio, weil es ein kleines Studio ist. Das ist eine Art Suite, zwar nicht verschließbar mit einer Tür, aber sie hat schon eine Menge an Privatsphäre. Allerdings, ich sitze jetzt hier auf 10H und ich kann die Person, die auf der anderen Seite, also ich denke mal 10A sitzt, ganz gut sehen. Also da fehlt es ein bisschen an Privatsphäre. Dominik zum Beispiel sitzt auf 9K und der sieht niemanden. Gleich direkt nach dem Start gibt es eine Schüssel mit Nüssen, also hauptsächlich sind da Mandeln drin, aber es sind auch Cashew-Nüsse drin. Ja, das war's, also Mandeln und Cashew-Nüsse. Und lecker. Ein Glas Champagner, Piper Heinzig, wie gesagt, ist der Champagner aus dem Flug. Ja, das ist auch das Gute bei Etihad. Es heißt Dining on Demand, das heißt, ich kann bestellen, wann ich möchte oder essen, wann ich möchte. Aber jetzt bin ich natürlich hungrig. Es gab nicht so viel, wir hatten noch keine Zeit in der Lounge groß, deswegen esse ich jetzt. Und die Auswahl liest sich ja total lecker. Bin sehr gespannt, wie das dann wird. Währenddessen hatte ich so ein bisschen probiert. Etihad bietet auf dem Flug natürlich auch Wi-Fi an, aber das kostet. Und zwar kostet der Leittarif 30 MB. $5, also ich runde jetzt mal auf, eigentlich $4.95, also $5. Flex nennt es sich mit 90 MB $12 und Premium mit 180 MB $20. Typisch für Boeing ist ja, dass sich die Fenster, ich habe übrigens drei davon, per Knopfdruck abverdunkeln kann. Da sind Kristalle drin, die sich elektrisch verstellen und dadurch werden sie dunkler. Jetzt ist es komplett dunkel, aber der Nachteil ist, dass es nie komplett dunkel ist. Also nie komplett, finde ich aber nicht schlimm, es ist trotzdem dunkel genug hier, aber mir ist fast zu dunkel. Machen wir mal mittelmäßig, Mittel ist gut. Das sind die Noise Cancelling Headphones, also die geräuschreduzierenden Kopfhörer von Etihad Airways. Sie sind jetzt nicht sonderlich hochwertig, aber sie erfüllen ihren Zweck und wie gesagt, sie reduzieren die Umgebungsgeräusche und ich kann damit entspannt meinen Film schauen. Interessant ist aber, die Buchse, das sind Magneten da drin und ich brauche bloß den Stecker an die Buchse halten und er zieht es quasi ran und damit ist die Verbindung dann geschlossen. Etihad's Entertainment-System ist hier ein großer Monitor, der auch ein berührungsempfindlicher Monitor ist, aber ich habe hier auch noch den Controller, ebenfalls mit einem berührungsempfindlichen Monitor darin verbaut. Ich kann dort alles auswählen, was ich machen möchte, meine Filme entsprechend auswählen und die Auswahl ist riesig, nicht so groß wie vielleicht bei Emirates, aber diverse Filme in deutscher Sprache zur Auswahl, hier Deadpool 2, in Deutsch, keine Untertitel und los geht's. Und so geht's mit vielen anderen Filmen eben auch.
Ich kann Musik abspielen, ich kann Serien mir anschauen, aber die sind meistens in englischer Sprache. Ich kann mir aber auch die Flightmap anschauen, habt ihr ja vorhin schon gesehen. Das mache ich ja am liebsten, wenn ich halt Langeweile habe. Ja, oder? Jetzt gucke ich mir erstmal einen Film an. Wir haben noch immer 5 Stunden verbleibende Flugzeit. Toilette im Dreamliner 787-9 von Etihad Airways. Vorne gibt es links und rechts einen davon. Zuerst ziemlich dunkel, später, wenn man das, die Tür zumacht, wird es richtig hell hier drin. Ja, was gibt es hier alles? Hochwertige Cremes, Handcreme und auch Handseife. Auch okay. Dann gibt es hier aber nochmal eine separate Seife. Nicht schlecht, ja. Ich finde auch, es wirkt sehr aufgeräumt hier drin. Es ist sauber und ist auch nicht zu klein. Hier hat genügend Platz hier drin. Ja, das, was man benötigt, ist da. Becher finde ich jetzt hier keine. Eigentlich ist es klar, man wäscht die Hände danach. Logisch. Darüber wollen wir gar nicht reden. Aber ich finde einen interessanten Fakt hier. Diese beiden Pönöpel hier, damit kann ich die Brille und so weiter anheben. Und ebenfalls, um zu spülen, muss ich nur die Hand davor halten. Ja, klar, ich wasche mir davor, danach die Hände. Trotzdem finde ich das einen interessanten Fakt. Das gibt es nicht in allen Fliegern. Habt ihr gesehen? Stefan geht ja immer in die Waschräume. Wie viel von seinen über 340 Videos haben denn diese kleinen Pönöpel? So, dann testen wir doch mal. Muss ich aber erstmal hier aufräumen, wie der Sitz funktioniert. Also, ich habe hier ja die Schnellfunktionen für die Start- und Landungsposition, die habe ich ja jetzt gerade, oder halt auch die Liegeposition. Wenn ich aber separat etwas genauer einstellen möchte, kann ich hier auch noch das große Panel nehmen, links von mir, aber ich gehe jetzt mal in die Liegeposition. Also, ich liege relativ bequem, wenn auch meine Füße etwas eingeengt sind, habe ich trotzdem eine ausreichende Liegefläche, also es ist lang genug. Im ersten Moment ist es ein sehr bequemer Sitz oder Bett, wie man es nehmen mag. Und ich kann auch während ich liege sehr gut in den Monitor gucken, um weiter zu schauen. Das ist jetzt hier die Lounge Position, also die entspannte Sitzposition, um einen Film zu schauen, um vielleicht ein bisschen aus dem Fenster zu gucken, aber nicht gut zum Essen oder Start und Landung. Dafür gibt es eine andere Position. Ja, aber entspannt ist es auf jeden Fall. Oh Gott. Und das ist die Position zum Essen. Ich sitze also quasi super aufrecht. Also die Rückenlehne ist wirklich 90 Grad. Ist das so? Ja. Ja. Okay, Kisse. Thank you. Guten Appetit. Oh, vielen Dank. Arabic Mesa. Wow, das ist das Etihad Airways Arabic Mesa. Ich liebe es. Ja, es wirkt immer so gesund. Es wird das mit Sicherheit auch sein. Hier mit Hummus, verschiedenen Gemüse und ein Korb mit Brötchen. Ach, das sieht auch schon so lecker aus. Ich zeige euch mal das Foto im Detail. Das war die Vorspeise, die war ja schon mega lecker. Und gleich kommt das Hauptgericht, das Lamm. Bin ich ja sehr gespannt, weil so etwas in einem Flugzeug zu servieren, das wird schon sehr schwierig werden. Aber mal sehen, ob Etihad Airways das schafft. Oh, ja. Guten Appetit. Oh, sie sagt immer so nett, guten Appetit, obwohl sie ja nicht aus Europa kommt, finde ich toll. Und guckt es euch an, das ist das Lamm mit Linsen, Spinat und einer Möhrencreme.
sieht lecker aus und es duftet auch total lecker. Wollen wir sehen, ob es auch so schmeckt. Der Hammer. Ich mache euch mal schnell ein Foto. Ganz ehrlich, besser könnte es an einem Restaurant in München, wo auch immer, nicht sein. Das schmeckt total lecker. Es ist überhaupt nicht trocken, saftig und als wenn es gerade frisch zubereitet worden wäre. Wir wissen ja alle, dass es in einem Flugzeug nicht so ist. Es wird ja alles in einem Heißofen zubereitet, aber tatsächlich total lecker. Hey. Enjoy. Oh yeah. Und das ist die Käseplatte hier bei Etihad. Was ist das denn in der Mitte? Irgendwas Rosanes? Das sind süße Zwiebeln. Allerdings finde ich den Käse etwas zu kalt. Der ist lange nicht Raumtemperatur. Also, er schmeckt eigentlich eher wie frisch aus dem Kühlschrank geholt. Oh, sogar mit weichem Kern innen drin. Ja, es war ziemlich warm, innen drin weich. Schoko läuft raus zusammen mit der Vanillesoße. Ein Traum. So, das war es jetzt abschließend. Es waren eine Menge Kalorien, die ich zu mir genommen habe. Aber es war total lecker. Genau das meinte ich am Anfang. Gegen die Golfstaben kommt einfach niemand an. Ich weiß nicht warum. Qatar Airways, Etihad, Emirates auch haben super leckeres Catering. Ich habe gesehen, wie es aussah. Genauso hat es auch geschmeckt. Und auch der Kaffee. Sieht doch aus wie in einem Kaffeehaus. Ja, also der Latte Macchiato, der Latte mit den verschiedenen Stufen da drin. Wo bekommt man das noch? Und wir sind hier in der Business Class, also nicht in der First Class. Also. Nun, fertig. Jetzt haben wir es noch ungefähr 3 Stunden 20 bis nach Abu Dhabi. Also noch eine ganze Zeit. Jetzt kann ich entweder noch ein bisschen arbeiten oder ich ruhe mich ein wenig aus. Wir sind ja früh gestartet heute, denn wir haben ja noch einen 14-Stunden-Flug vor uns. Nach 2 Stunden Aufenthalt in Abu Dhabi geht es dann weiter in der A380 von Etihad Airways Business Class nach Sydney. 14 Stunden am Stück. Da freue ich mich ja drauf. Ich kann ja nie lang genug fliegen. Wie denkt ihr darüber? Fliegt ihr gerne lang oder eher so schnell wie möglich wieder raus? Wie ist euer Denken darüber? Lasst mal einen Kommentar. Ganz hinten, hinter der Economy, ist eine riesengroße Galley, also quasi die Hauptküche. Das ist jetzt, wie gesagt, die Galley hier. Ich gehe jetzt mal zurück zu meinem Platz. Es war eine sehr, sehr tolle Unterhaltung hier. Es wird hier lecker gegessen und wir haben uns sehr gut unterhalten, auch was getrunken. Und tschüss! Bis jetzt ist es ein richtig toller Flug. Die Crew ist wirklich nett. Die Kabine ist ja nicht so voll. Ich kann also ein bisschen filmen, habe ein bisschen was zeigen können. Der Sitz ist perfekt, finde ich. Also man kann hier sehr gut die Zeit verbringen. Man kann Filme schauen, wenn man dann nicht irgendwie ständig hin und her läuft, wie ich jetzt. Auch lecker essen im Vergleich zu vielen anderen Airlines ist Etihad schon mit Katar zum Beispiel vergleichbar. Mit dem Catering, also mit der Qualität des Essens. Na, jetzt gucken wir mal, wie der Snack zwischendurch ist und dann gucken wir mal, wie wir noch ankommen, was noch so passiert. Aber ich denke, so viel wird nicht mehr passieren. Und dann freue ich mich auf den 14-Stunden-Flug im A380. Oh. Und das habe ich auch nicht erwartet. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Snack haben und jetzt ist es dann doch ein Sandwich. Oh, das sieht lecker aus. Warte, ich muss noch ein Foto machen für euch. Instagram muss auch sein. Folgt ihr uns schon auf Instagram? Wenn nicht, dann macht das mal. Denn dort posten wir solche Fotos wie diese hier, die Momente, die vielleicht nicht unbedingt im Video erscheinen, weil sie gerade nicht passiert sind, während die Kamera an war. Aber dafür das Handy. Das kann schon mal passieren. Das Problem ist, auf solchen Flügen wird man eigentlich nur dick. Man kann essen, so viel man möchte, was man möchte. Und es ist alles so lecker, also zumindest auf diesem Flug hier. Ich habe schon schlechtes Gewissen, aber muss ich glaube ich nicht haben. Dafür gibt es dann eine Woche lang nichts mehr.
angekommen hier in Abu Dhabi. Etwas fertig, zumindest Dominik. Aber ich bin topfit und mir hat der Flug richtig gut gefallen. Es waren leider nur 6 Stunden, aber jetzt geht es erst ab. Ein 14-Stunden-Flug mit Etihad Airways im A380. War ein guter Anfang hier. Der Sitz ist top, das Essen war richtig gut. Eine tolle Crew hatten wir gehabt, also es gibt nichts zu meckern. Hat euch das Video auch gefallen, dann drückt den Daumen hoch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ihr könnt es hören, wieder die schöne Etihad Airways Boarding-Musik. Kommt ihr sogar beim Ausgehen.